Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Gast-Replay. Heute sitzen wir mit Most von NoAim in seinem KV-220, dem rundherum mit 100mm Grundpanzerung gepanzerten Überfahrzeug, hätte ich beinahe gesagt, aus dem Summer-Event von 2016. Der KV-220 war tatsächlich mal ein absolutes Brett, absolute Macht, war eigentlich fast überhaupt nicht zu durchschlagen, bis Gaijin dann irgendwann ihn mal ein bisschen genervt hat, aber der 220 nach wie vor auf Battle Rating 5.7 bei den Russen immer noch eine absolute Macht. Ich habe ihn auch bei mir in der Garage stehen und wenn man weiß, wie man ihn zu spielen hat, dann ist das Ding absolut brutal. Er hat zwar, ich habe es eben gerade gesagt, 100mm rundherum, also egal wo ihr halt eben guckt, es sind immer 100mm an Grundpanzerung. Und während wir hier Abschuss Nummer 1 sehen, möchte ich trotzdem so ein bisschen auf die Weakspots eingehen. Wir haben hier ein paar Weakspots und zwar nämlich genau eigentlich die gleichen wie bei so gut wie jedem KV-Modell. Hier kommt jetzt währenddessen Abschuss Nummer 2 auf den Avenger. Und zwar einmal hier natürlich entsprechend die Unterwanne, die ist dünn wie Butter, beziehungsweise weich wie Butter. Und hier die Kanonenblende sowohl oben als auch unten. Und was tatsächlich auch ein bisschen schwach ist, ist die Kanone selber. Es sei denn natürlich, ihr habt so leicht gepanzerte Ziele wie die drei jetzt, die wir hier jetzt gesehen haben. Denn die Kanone, es ist eine 85mm Kanone, hat aber nur 133mm Durchschlag auf 100 Meter bei 0 Grad Aufschlagswinkel. Das ist tatsächlich für 5,7, naja, sagen wir mal eher so semi-gut. Und ihr seht hier auch gerade schon, der gute Most marschiert hier einfach durch. Und jetzt seht ihr auch hier, was ich gerade meine. Die Kanonenblende, ja, ist halt so tatsächlich einer der großen Schwachpunkte am, am KV-220. Wenn euch da jemand reinholzt, egal ob auf der Oberseite oder auf der Unterseite, dann seid ihr eigentlich schon sofort quasi so gut wie raus mit eurer Kanone. Dann müsst ihr dann halt eben, sage ich jetzt mal, noch so viel Glück haben wie hier. So, jetzt ist er hier fertig. Muss noch nachladen. Das sieht man jetzt halt hier nur im Replay nicht. Nachladen dürfte jetzt fertig sein, genau. Und ihr habt jetzt hier eben gerade gesehen, wie die ganzen Gegner ihn hier nicht durchschlagen konnten, weil er auch gewinkelt sehr, sehr gut hier steht. Und da könnt ihr natürlich die effektive Panzerung deutlich erhöhen. Jetzt wird das hier so ein bisschen Tontauben schießen, also wir haben jetzt schon nach 4 Minuten 7 Abschüsse auf der Uhr und Most ist auch nicht alleine unterwegs, er ist noch mit Marvin dabei, ja, also die beiden übrigens auch auf Twitch am Streamen, ja, könnt ihr ja mal bei denen auf den Kanälen auch vorbeigucken, wenn ihr da Bock habt, ist auch immer sehr, sehr unterhaltsam, wenn die zwei unterwegs sind, sowohl Most als auch der Marvin. So, und hier seht ihr jetzt, also Most weiß genau, was er tut, ja. Most ist auch einer von den sehr, sehr erfahrenen Spielern, nicht nur bei NoAim, sondern halt auch allgemein. Und ich weiß jetzt nicht mal 5 Minuten und wir haben das Double Ace schon voll. Und was er hier jetzt natürlich macht, ja, man sieht es ja auch, oder ihr seht es ja auch, hier jetzt an der Stelle zum Beispiel, die Schwachstelle der 85mm Kanone, ja, da hat er ein Stückchen zu hoch gezielt. Und jetzt beim zweiten Schuss hat es dann funktioniert, auf die Backe vom M6, ja, hier brutal jetzt dem M10 einmal durch die Oberwanne geholzt, ja, und man sieht hier jetzt auch schon, auch hier der nächste M10 schafft es auch nicht, ihn zu durchschlagen, wobei das, glaube ich, sogar ein Jackson gewesen ist, also sogar ein, ja, das war sogar ein Jackson, M36 müsste das sogar gewesen sein, so bei ihm ist jetzt hier, bei dem M10 ist jetzt der Geschützverschluss hinüber, auch das für ihn überhaupt gar kein Problem. Ihr seht hier jetzt natürlich auch, wenn man das, sich das jetzt hier entsprechend anschaut, das ist natürlich jetzt an der Stelle hier wirklich Spawn-Camping vom Allerfeinsten. Man muss aber auch dazu sagen, die Gegner haben hier auch überhaupt so gar keine Ahnung, was sie hier eigentlich tun. Also, sie fahren trotz allem, ja, aus dem Spawn raus. Ja, ich rede hier jetzt zum Beispiel vor allen Dingen auch über die,
hier anfangs rausgefahren sind, obwohl sie halt auch gesehen haben, dass Most hier mit seinem Heavy steht und obwohl sie eigentlich auch hätten sehen müssen im Killfeed über der Minimap in der Runde, dass hier ein KV-220 unterwegs ist. Also da alleine schon hier an dieser Stelle überhaupt noch zu spawnen, ist ja taktisch auch wirklich eher unklug. Und vor allen Dingen, was der nächste Punkt ist, ja, sich dann da dann auch wirklich dann entsprechend wegfarmen zu lassen. Da muss man halt eben einfach sagen, da haben die Gegner so momentan ja so überhaupt nicht mitgedacht. Und das hat Most hier an der Stelle natürlich extrem ausgenutzt. Die Runde ist 7 Minuten alt und wir haben schon Triple A's auf dem Konto. Ja, also 15 Abschüsse. Und ihr habt ja im Titel schon gelesen, wie viele Abschüsse willst du machen? Most, ja. Also da kommt noch ein bisschen was. Wir sind noch lange nicht fertig, obwohl die Runde schon zur Hälfte durch ist. Man kann jetzt natürlich über das Spawn-Campen sagen, was man möchte, beziehungsweise über den direkten Kampf. Das ist ja jetzt gerade so, Most bewegt sich ja jetzt. Er ist auch die ganze Zeit markiert, ja. Also ihr seht das hier in der Runde, sind die Bereiche hier rot. Und Most ist die ganze Zeit hier markiert. Also der Gegner weiß ständig, wo Most sich aufhält und könnte ihn natürlich dann entsprechend auch bekämpfen. Das ist halt eben der, ich nenne es jetzt mal, der Vorteil, den man hat, wenn man bespawn-campt wird, dass man immer genau weiß, solange sich der Gegner, und hier in dem Fall ist es jetzt Most, solange sich der Gegner eben in dieser Zone befindet, in der er markiert ist, weiß man halt eben, wo er sich befindet. So, das ist natürlich, kann man natürlich, muss man nicht gut finden, ja, aber es ist halt nun mal auch ein völlig legitimes Mittel, um den Gegner so schnell wie möglich unter Druck zu setzen. Und das machen Most und Marvin jetzt hier gerade ganz gut, beziehungsweise Most hier vorne, Marvin steht hier hinten. Und ihr seht hier jetzt auch, ja, auch hier, der Sherman hat überhaupt keine Ahnung, wo er hinschießen soll. Die M19 weiß nicht, oder beziehungsweise weiß zwar schon, wo sie hinschießen soll, aber kommt halt eben einfach nicht durch, außer an der Kette. Weil das Ding mit den 100 mm halt eben einfach so brutal gepanzert ist, dass es halt eben auf dem BR schon tatsächlich, ja, eigentlich schon richtig, richtig wehtut. So, jetzt kommt hier der Tiger 1. Der checkt es auch noch nicht. Aber der Ostwind checkt es. Jetzt hat es der Tiger 1 geschnallt. Oder auch nicht. So, auch hier. Jetzt sind wir schon bei Abschuss Nummer 20. 20 Abschüsse. Haltet euch das bitte mal fest im Auge. Ja. So, der Tiger 1 auch hier wieder. Weiß auch nicht so richtig, was er tut. Na, also so auf den KV-220 draufzufahren, ist halt schlicht und ergreifend einfach dumm. Das muss man so sagen, wie es ist. Ja, das Sonderkraftfahrzeug, das macht ihm überhaupt gar nichts. Ja, das kann, da kann das Sonderkraftfahrzeug machen, was es will. Ja, auch hier der Panzer 4, auch überhaupt keine Anstalten gemacht, sich irgendwie nur so ein bisschen zu bewegen. Entschuldigt. Und zu versuchen, hier irgendwie einen anderen Weg zu gehen. Ja, jetzt hat natürlich Most auch noch das Glück, dass der Matchmaker ihm hier in der Runde sehr, sehr gnädig gewesen ist. Ja. Und er hier natürlich, ich glaube, er ist sogar High Tier. Und er hier natürlich überhaupt gar keine Probleme hat. Auch hier, der Sherman hier, der weiß auch nicht so richtig, was er machen soll. Vielleicht schießt er ihm jetzt aufs Kanonenrohr, tut er nicht. Aber ihr habt gesehen, ich glaube, die Flak hat es versucht, aber das Kaliber der Flak einfach zu klein, um ihm hier die Kanone rauszuziehen. Ja, ich glaube, er hat, aber der Schuss hier kam, glaube ich, irgendwie von vorne aus dem Spawn. Also auch hier ist natürlich ein bisschen Glück auch mit dabei. Der Avenger hier an der Stelle schafft es halt auch nicht, ihn da rauszunehmen. Der Schuss im Tank hängen geblieben, aber jetzt hier der Hetzer. Der wird es jetzt schaffen, jawohl. Von schräg oben. und der Hetzer von der Artillerie rausgegangen. Also hier habt ihr wirklich gesehen,
schon mal, was da wirklich geht. Wie gesagt, man muss das nicht wirklich gut finden, aber es ist halt schlicht und ergreifend einfach ein legitimes Mittel. Und ihr wisst alles selber, es ist lange genug was dafür getan worden, dass ein vernünftiger Spawnschutz eingerichtet wurde, ist aber nie wirklich etabliert worden. Zum einen, weil es ein Großteil der Community nicht wollte. Das muss man halt eben auch einfach so sagen, wie es ist. Ja, es gibt da, es gab da Bestrebungen, zum Beispiel beim Thema Spawn, ne, dass man halt eben die Spawnzone deutlich vergrößert. Ja, das hatte dann aber zur Folge, dass dann die Gegner überhaupt nicht mehr aus dem Spawn rausgekommen sind und das dann einfach nur ausgesessen haben. Das war dann auch nicht so, sage ich jetzt mal, der Weisheit letzter Schluss. Okay, und das war jetzt ein bisschen tricky, aber er hat es trotzdem noch geschafft, zwei andere mit rauszunehmen. Und wir sind bei sage und schreibe 28 Abschüssen. 28 Abschüsse, jetzt sitzt Most hier noch in der LA7. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, ihr seht es hier oben auch am Timer. Da können wir nämlich das Replay jetzt auch anhalten. Es wird nichts mehr passieren. Ja, es ist ja aber auch genug passiert. Also innerhalb von knapp 12 Minuten einfach mal 28 Abschüsse gemacht. Zwei Abschusshilfen. Er ist zweimal selber draufgegangen. Ich glaube, bei dem letzten Abschuss, den er für sich kassiert hat in seiner Two, ist er, ja, das war, glaube ich, nicht so ganz geplant von ihm. Aber hey, 28 Abschüsse, das ist auf meinem Kanal absoluter Rekord. Ich glaube, wir hatten das letzte Replay, wo wir so viele Abschüsse gesehen haben. Das war, glaube ich, der gute Freige, auch von No Aim. Da waren wir, glaube ich, bei 25 oder 26 Abschüssen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, 25 waren es. Ja, das war auch schon ein Knaller. Und Most hat jetzt da einfach einen oben drauf gesetzt. Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, zu solchen Runden, generell zu solch extrem guten Runden, egal ob das jetzt 28 Abschüsse sind, ob es 10 sind, 15, 20, völlig egal, gehört natürlich auch eine gehörige Portion Glück, neben dem Können, was man da auf jeden Fall auch braucht. Aber ihr habt hier gesehen, das hier ist ein sehr gutes Beispiel dafür gewesen, auch wie kaputt eigentlich das BR 5-7 ist, beziehungsweise alles, was in dieser Range halt eben steht, ja. Es gibt auch meiner Meinung nach auf diesem BR sehr, sehr viele auch immer noch unerfahrene Spieler und dann kommen natürlich solche Runden auch gerne mal zustande, wenn dann natürlich erfahrene Spieler oder sehr erfahrene Spieler auf diesem BR dann unterwegs sind. Und jetzt muss man hier auch einfach ganz klar sagen, Most hat das Matchmaking hier einfach brutal ausgenutzt. Das ist eine Sache, die darf man nicht kritisieren, die sollte man auch nicht kritisieren. Insofern bitte ich euch da jetzt auch nicht anzufangen, irgendwie rumzuflamen. Most hat hier in der Runde wirklich alles richtig gemacht. Er ist straight den Weg gegangen, um den Gegner entsprechend wegzublocken, hat sich durchgekämpft. Die Gegner waren in einigen Situationen in der Überzahl, hätten ihn da entsprechend rausnehmen können, hätten vor allen Dingen auch ihm ja deutlich häufiger Kanone ziehen können, Geschützverschluss ziehen können. Aber ich glaube, da war so bei dem einen oder anderen auch ein bisschen die Panik, die ihm da ins Gesicht stand, so von wegen, oh Gott, KV-220, wie kriege ich den jetzt raus? Ich sag mal hier an der Stelle, ein etwas besonnenerer Spieler hätte Most einfach entsprechend in die Unterwanne reingebolzt. Auch im Winkel wäre das mit einem Tiger zum Beispiel auch gegangen. Der erste und der einzige, der es jetzt hier dann tatsächlich geschafft hat, war dann halt eben auch der Hetzer, aber lange hat es gedauert. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn man nur gegen britische Fahrzeuge spielt oder größtenteils gegen britische Fahrzeuge, die haben halt das Problem, die haben keine Filler-Munition auf dem BR. Heißt natürlich auch, dass da keine Sprengwirkung dahinter ist, wenn sie denn dann mal den KV-220 durchschlagen. Das ist hier in dieser Runde einfach nur perfekt gelaufen und Most hat das einfach dreckig ausgenutzt und das ist auch gut so. Das sollte man dann an der Stelle auch tun. Er hat einfach alles rausgeholt, was wirklich rauszuholen geht. Und ich meine, mit 26 Abschüssen am Stück, bevor man dann selber rausgeschossen wird, hey, ganz ehrlich, da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Es ist einfach wirklich
taktisch gesehen sehr clever gespielt worden. Und ja, Most hat ja eigentlich im Alleingang alles so selber weggemacht. Wenn man hier mal auf den Rest vom Team guckt, ja gut, ein bisschen was ist noch übrig geblieben. Aber wenn man das mal hier sieht, Most mit 28 Abschüssen, das ist halt eben einfach für die Gegner natürlich richtig, richtig bitter, wenn ihr euch das hier mal anschaut. Also hier, er hier ist viermal rausgegangen, er hier dreimal, er hier zweimal, er hier auch dreimal, er hier sogar sechsmal rausgegangen, er hier fünfmal. Und hat dabei auch jetzt nicht so viel geleistet bzw. leisten können. Das ist halt eben einfach eine Geschichte, wo man sagen muss, ja, Most, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Einfach brutal ausgenutzt, dass die Gegner es nicht geschafft haben, dich da entsprechend rauszunehmen. Und auch meiner Meinung nach taktisch hier entsprechend alles richtig gemacht, genau den richtigen Weg gegangen. Und hier auch vor allen Dingen am Anfang der Runde gesehen, okay, ich weiß, welche Gegner auf mich zukommen. Ich weiß, dass viele Gegner im BR unter mir liegen. Deswegen gehe ich mit meinem Panzer genau da rein, wo es weh tut. Das hat er getan. Die Gegner haben es schlicht und ergreifend einfach nicht geschafft, obwohl sie alle Chancen gehabt hätten, wenn sie sich ein bisschen cleverer angestellt hätten. Aber ihr wisst es, ne? Hätte Panzerkette. Auch zu solchen Runden gehört halt eben auch einfach ein bisschen Glück. Das hatte Most. Hier hat alles gepasst. Und wir haben wunderschöne 28 Abschüsse gesehen. Wenn auch ihr mir euer Replay zukommen lassen wollt, dann haut gerne die Replay-Datei in eine E-Mail, schickt das Ganze an raibun@mail.de, raibun mit zwei Nullen geschrieben, und ja, mit ein bisschen Glück kommt dann euer Replay hier auch bei mir auf dem Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mir auf jeden Fall, also die Runde. Wenn ja, Daumen nach oben, und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor über jeden neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Ich sage danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.